It's lit. Yeah, Need for Speed. Ernesto ist am Start. Und Terry EA sind auch am Start. Und wir gehen jetzt rein ins Autotuning. Denn wir sind hier gerade mit Autotuning. Hey. Oh yes. Freunde, es geht los. Willkommen zum ersten Need for Speed Let's Test. Freunde, wir testen heute Need for Speed Unbound, was neu rausgekommen ist. Und ihr werdet entscheiden nach diesem Let's Play heute, ob wir dieses Spiel Let's Playen sollen oder nicht. Die Entscheidung wird ganz und allein bei euch liegen. Im Stream war es so 60-40%. Aber ich möchte euch gerne, dass ihr erstmal die Folge jetzt zu Ende anschauen werdet und dann in die Kommentare schreibt, ob ihr daraus ein Let's Play sehen wollt oder eher nicht. Ihr entscheidet das Ganze, Freunde. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf ein Let's Play. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein in die Story. Ich bin gespannt. Digga, ist das A$AP? Ist das A$AP Rocky? Oder sieht aus wie A$AP Rocky da? So, Story, Luxu Online, Luxu. Story, wir gehen in die Story direkt rein, komm. Starten rein und gucken, was uns hier erwarten wird. Auswählen, okay. Wieder ein Charakter zum Anpassen. Das hat halt so ein bisschen Comic-Grafik. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Dann guck mal, wen nehmen wir denn hier? Wir können nur einen von denen nehmen. Sagen, stimmt den hier, Alter. Der passt. Nehmen wir an. Ganzen Charakter im Spiel in der Garage ändern und anpassen. Das machen wir später. Müssen wir nicht jetzt machen, Freunde. Wähle einen Schrottwagen zum Reparieren. Oh, einen Schrottwagen zum Reparieren. Dodge Charger? Lamborghini? Oder Nissan? Boah, Dodge Charger. Fast and Furious Style. Vin Diesel. Safe Dodge Charger nehmen wir hier. Ja, doch. Wir nehmen... Okay, der hat... Ja, Bodenhaftigkeit. Wir nehmen trotzdem. Den Dodge Charger nehmen wir. Wir nehmen diesen Wagen. Wir haben uns dafür entschieden und den nehmen wir. Die Musik ist auf jeden Fall sehr geil. Ich muss nur aufpassen wegen Copyright. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Need for Speed ist eigentlich eine krasse Let's Play-Reihe, die ich auch schon seit Jahren gezockt habe. Privat. Oh, Bruder, was eine Grafik. Alter, sieht das heftig aus. Yes, wir haben den ganzen Sommer daran geschraubt. Lass mich fahren. Ja, okay, okay. Aber mach langsam. Soll ja nichts kaputt gehen. Boah, guck euch das Wasser an. Boah, das wirkt auf jeden Fall schon mal sehr geil. Alter, guck mal, diese Effekte auch. Lol, was ist das denn? Einfach so Comic-Rauch und so. Ich glaube, die haben jetzt diesmal was ganz Verrücktes ausprobiert. Dieses Jahr, was wir so noch nicht... Oha, es geht los! Wir können fahren, Alter! ...im Wagen drin steckt. Gib Vollgas. Oh, echt schnell, yes. Da kommt eine Kurve. Ich seh's. Ey, sehr geil, Alter. Lenke und tippe Bremse an. Okay, okay. Boah, wir... Woo! Ah, okay, alles hat normale Grafik, außer so ein paar Elemente. Wenn man so driftet und so, dann kommt so Comic und sowas, okay? Ich verstehe. Ich habe gedacht, das ganze Spiel ist so Comic, aber so? Finde ich, ist das ja ein cooler Mix an sich, oder? Junge, hier sitzt einfach Vin Diesel drinne. Geil, Alter. Ja, ist nice, macht einen coolen Eindruck. Und tut mir einen Gefallen, Freunde. Stimmt noch nicht in den Kommentaren ab, bevor ihr nicht... die erste Folge zu Ende geguckt habt, Leute. Guckt euch die Folge erstmal an. Und testet das Nitro. Guck jetzt, Nitro. Nitro haben wir schon getestet. Boah, aber es ist... Das ist auf jeden Fall eine gute Lenkung. Macht Bock hier mit der Steuerung und sowas. Nitro X gedrückt halten. Guck mal hier, wie schnell wir werden. Juhu! Alter! Scheiße! Okay, ja, für Nitro X drücken. Okay, machen wir. Komm. Gib Gummi. Und es wird nach Sieg riechen, wenn wir über die Ziellinie kommen. Das nenne ich mal Selbstvertrauen. Natürlich. Der Wagen ist echt krass, yes. Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben ihn ja repariert. So lange zugesehen. Kaum zu glauben, dass wir endlich selbst mitfahren. Für mich das geilste Need for Speed war damals Need for Speed Most Wanted mit dieser Blacklist. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das waren Zeiten. Need for Speed Most Wanted. Das war brutal, dieses Spiel, Leute. Unglaublich. Okay. So, es geht los. Vin Diesel in der Karre. Oder eher Tyrese Gibson. Oh, shit. Was geht denn jetzt ab? Oha. Es beginnt das erste Rennen, oder was? Das Viertelmeilenrennen. Die ganze Straßenrennszene von Lakeshore ist hier. Zeit zum Spiel. Endlich. Wir sitzen nicht mehr auf den Zuschauerplätzen. Dein Burst-Nitro-Anzeige füllt sich bei folgenden. Springen, driften, in Windschatten fahren oder einen Beinahe-Unfall bauen. Okay, dann steigt die Nitro-Anzeige. Ich verstehe.
Deswegen müssen wir so tun, als ob wir Unfall bauen und ein bisschen ausweichen und sowas, um das Nitro zu pushen. Unser Schmuckstück hält gut mit. Hättest du je gedacht, dass wir sowas machen? Als wir nur daneben standen und zugesehen haben. Boah, das war sehr gut. Komm her, eins gegen eins. Komm her! Mein Auto ist schneller. Oha, was ist denn für ein schnelles Auto? Habe ich den Hops genommen? Habt ihr gesehen, wie ich den Hops genommen habe? Sonst kriegst du eher. Nein, ich habe den Checkpoint nicht mitbekommen. Nein! Überhol mich jetzt alle. Gar nicht gut, gar nicht gut. Kurve, nimm die Kurve, nimm die Kurve, nimm die Kurve, nimm die Kurve. Boah, die war gut, die war sehr gut. Macht auf jeden Fall Laune, Alter. Ich finde cool, dass die Grafik an sich normal ist, aber alles drumherum so in diesem Comic-Style. Das ist mal was anderes. Ich habe das ganze Spiel in diesem Comic. Zu glauben, dass das mal einer von Rydells Schrottwagen war. Was hat er sich nur dabei gedacht, den Wagen verrosten zu lassen? Er wollte dran schrauben, hat's aber nie geschafft. Wenn er ihn so sieht, wird er komplett ausflippen. Geben wir alles für Rydells Rides. Machen wir die Werkstatt berühmt. Ich muss erstmal klarkommen, ich muss erstmal reinkommen. Es ist was ganz anderes hier wieder von der Strecke. Ich tippe ja dieses Ding an. Antippen, 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 antippen. Nach links und rechts gucken. Aber antippen meinst du mich? Drrr, ich muss spammen. Oh, egal, von vorne aus, von hinten aus sieht der Wagen. Ui! Oh na, oh! Polizei auch da! Es geht los, Polizei, alles hinter uns, Freunde, shit! Oh shit, oh fucking fuck shit! Männer, sind die Bullen dabei jetzt! Wo seid ihr? Hilf mir doch mal! Wo kommen die denn her? Stevenson soll ihre Köder auf echte Verbrecher hetzen. Oh, die sind schnell. Schüttle sie bei der Brücke ab. Vorbei, vorbei, vorbei. Mach diese Verfolgungsjagd hier. Ui, aber die Steuerung, Lenkung ist so schwierig. Bei der Brücke. Aber fuck, hätten die nicht ablenken können. Aber die sind. Die haben gerade gutes Tempo. Komm, tipp an, tipp an, tipp an, tipp an, tipp an. Ma, tipp, 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 ma. Alles Reflex. Aber ernsthaft, du bist echt gut gefahren. Gut. Geschraubert. Bitte. Hey, Bam, ich hab meine mitgegeben. Ihre Worte. Wessen Worte? Wie der Straßenrennen-Community. Wir trampen voll. Was? Jetzt schon? Ein kurzer Weg zum Ruhm. Hey, da gibt's doch Abkürzungen und so. Ich muss erstmal auf die Steuerung klarkommen. Das ist meine erste Need for Speed-Folge seit langem, Freunde. Seit langem. Komm, Alter, ich will in die Top 3 kommen. Fast. Unser Wagen ist auch nicht so schnell. Eleanor. Die kommt ja einfach mit einem dicken Porsche mit Spoiler und so. Und ich versuche mit meinem Dodge Charger was zu reißen. Gleich bei der Brücke. Tritt auf Gas. Ich hätte auch den Lamborghini nehmen können, aber. Das gefällt mir nicht. Oh, oh, die Brücke geht hoch. Oh, shit. We're flying. Woohoo. Got a pants and a tents. Need for Speed Unbound. Wir sind am Bauen. Hier seht ihr die Strecke. Wie bei Tokyo Drift. Wir fahren mit unserem Auto und A$AP Rocky in den Hit. Ja, hier ist die Garage. Hier stellt sich jeder vor. Und ich komme mit dem Tor und nimm meinen Hammer. Und deine Bitch, sie wird schwanger. Oh shit. Boah, Digga, geht's gerade auch nochmal ab mit der Musik und sowas. Aber die Charaktere, das ist cool, Digga. Hat die cool gemacht. Okay, reicht jetzt. Reicht jetzt. Hör auf mit der Musik. Ich will keine Musik mehr hören. Okay, so, das war das Intro, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, schreibt rein, ob wir es Let's Playen sollen oder nicht. Ihr werdet es entscheiden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Spielzeit dieses Spiel hat. Aber, guckt, ist das Los Angeles? Nein, ne? Das ist ja nicht, L.A. kann ja nicht so sein. L.A. ist ja nicht am Wasser. Also, nur am Santa Monica Pier, da bei GTA. Da ist das Wasser, aber nicht von der, vom Downtown. Downtown. Alter, hört mal die Musik. Ey, die Musik ist nicht gut, Leute. Das Copyright. Ich zoome my money out. I get my money out. Ey, Mann, hört auf mit der Musik. Riddles, Riders. Riddles, Riddles. We are Riddles and the Riddles and the Shiddles. Redwells, Riddles. Ich kann auch keine Pause drücken, Freunde, ne? Das nervt mich gerade auch nochmal. Deswegen muss ich ja leider reden, weil das sind halt safe Copyright Songs. Ich habe 1000 Nachrichten über dieses Treffen in den Heights heute. Wie gesagt, es geht um echt viel Kohle. Das ist unsere Chance, yo. Jetzt kommt da Vin Diesel raus. Mach Radio bitte aus. Krass. Was Lol. Sagst du dazu, Boss? Er hat sogar die Stimme von... Klingt umwerfend. Ludacris. Und riecht auch richtig gut. Von Fast and Furious. Ludacris.
Ich liebe einfach den Duft von Benzin. Halt. Das erklärt einiges. Muss schon sagen, was ihr aus dieser Schrottkarre gezaubert habt, ist heftig. Glaub mir, damit machen wir Lake unsicher. Ah. Was? Ist alles eingetragen? Bestimmt. Klar. Und ich bin LeBron. Ich will dir das Rennfahren nicht verbieten. Ich weiß, wie sich das anfühlt, dieser Need for... Naja, du weißt schon, dieser... Need for Speed. Need for... was? Zu viel Benzin geschnuppert. Tut mir einfach einen Gefallen. Fahrt bitte nicht mit diesen Arschlöchern aus Cyril Heights. Warte, bist du nicht von da? Ja, und darum weiß ich auch, was diese Arschlöcher vorhaben. Sicher nichts Gutes. Rydell, du hast immer gesagt, dass ich Leute gut einschätzen kann. Das habe ich nie gesagt. Was? Traust du mir nicht? Gewinnt einfach, okay? Woohoo! Hey, ich meine das ernst. Nicht nur reden, sondern gewinnen. Lass uns loslegen, denn heute Nacht geht es um alles. Sie braucht nur noch einen Namen. Oh, Namen? Wie nennen wir das Auto? Warum denn sie? Warum nicht der? Das? Okay. Text bearbeiten, um deinen Wagen einen Namen zu geben. Rydell One. Digga, für mich ist das der Walker. Das ist der Walker-Chat. Oh ja, I'm gonna be the Walker. Das ist Walker. Boah, auf dem Kennzeichen einfach Walker drauf. Okay. Wir gucken mal jetzt kurz, was wir machen, Freunde. Ich mach mal kurz hier wegen der Musik und so. Schauen wir mal eben. So, die Musik ist aus, Freunde. Wir können jetzt spielen Wagencharakter. Wir machen mal kurz hier... Gehen wir mal auf Wagen. Was kann man hier alles machen? Style? Karosserie? Neue Bodykits? Okay, das kostet alles Geld. Boah, was ist das? Guck mal, was ist das? Bruder will einfach zum Leichenwagen. Was ist das denn? Mal guck mal nach vorne. Das ist aus Fast and Furious da, das Ding. Nee, Mann, der muss schon... Der muss schon diese Fast and Furious Style sein. Karosserie. Teile bei Aua. Man kann sogar einzeln hier alles. Ja, okay, wir brauchen jetzt erstmal Geld. Wir können noch nichts machen. Aber ihr könnt sehen, man kann hier echt viel machen. Neonlichter und so alles. Boah, diese Bodenlichter. Auspuff-Sound. Du kannst alles einstellen. Geil. Das ist cool, Alter. Das ist echt cool. Wenn man viel einstellen kann. Charakter. Lädt doch alles sehr schnell. Okay. Lass uns das beim nächsten Mal machen, Leute. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Ich will euch ja erstmal ein bisschen vom Spiel zeigen. Und nicht jetzt hier die ganzen Sachen. Aber so ein bisschen tunen, habt ihr gesehen, was hier alles so geht. Dies ist die Karte. Wähle dein Ziel aus, um eine Strecke festzulegen, bevor du die Garage verlässt, okay? Du kannst die Karte in der Welt jederzeit öffnen, indem du PS-Taste oder Start drückst, ja? Das hier ist ein Treffpunkt. Hier startest du Rennen während Events und verdienst Geld. Unter dem Treffpunkt sind all die heute verfügbaren Events ausgeführt. Wähle diesen Treffen. Um diese heutigen Events anzunehmen. Wähle eins aus, bevor du losfährst. Okay. So, das hier, das ist Treffpunkt. Strongrain Treffpunkt. Okay. Können wir zack, X drücken. Belohnung $3000 auswählen. Ja. Garage verlassen. Okay. Ja, bisher macht es einen coolen Eindruck. Also ich sage euch ganz ehrlich immer meine Meinung. Ich finde, es ist auch mal was anderes mit diesem Charakter, dass die so... Hey, Rydell. Hey, Kiddo. Wie ist die Lage da draußen? Wir sind gerade erst los, also... Entspannt. Hey Rydell, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich hab gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze, nur Witze. Machst du doch, oder yes? Na klar, total. Das sieht schon sehr geil aus, ne, die Map? Erstes Rennen. Bereit? Bleib einfach locker, okay? Wir sollten wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Sonst hängen die Pros nicht mit uns ab. Okay, okay. Hey, die Grafik ist auch echt gut. Genug, richtig? Unsere Karre sollte unseren Ambitionen entsprechen. Sie sollte gut aussehen. Es geht um mehr als nur den Sieg. Hoffentlich blamieren wir uns nicht. Bleib einfach bei mir. Ich weiß, was läuft. Geil. Also, was sagt ihr zur Map erstmal, Leute? Boah. Wo ist denn das hier, ne? Fahre zum Treffen, okay. Näher sich dem Treffen. Der Sound ist echt geil. Geil. Okay, wir sind am Treffpunkt. Wir sind da, Freunde. Okay, es geht los. Wow. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Events. Du solltest jetzt besser voll konzentriert sein. Okay.
Komm, wir konzentrieren uns jetzt auf unser erstes Rennen. Konzentration. Ich glaube, ich würde es kacke finden, wenn das komplette Game in dieser Grafik wäre. Das wäre nicht so meins. Das ist so diese Kongstar-Werbung. Ne, kennt ihr aus dem Fernsehen vielleicht. Erstes Rennen, es wird spannend. Okay. Das sind wir. 3, 2, 1, go! Wenn du wüsstest, wie das ausgeht, würdest du jetzt abhauen. Oh, shit. Was? Ich spüre den Druck. Dann halt dich fest. Willkommen in Lakeshore. Bitte gut anschnallen. Ich pack das. Ich mach das. Ich mach das wirklich gerade. Gut so. Bleib dran. Boah, ich muss erstmal klarkommen mit der Steuerung, ne? Die ist echt nicht so easy. Passiert. Sorry. Komm. Weiter, 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 weiter. Sogar Polizei wieder auch vor uns alles. Mach mal Platz hier. Guck mal, wo ist der Erste? Wo ist so weit vorne? Oben rechts könnt ihr leider nicht sehen, wie weit ich schon bin. 25% haben wir. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. 25%. 33%. Scheiße, müssen wir mal gucken, wo ich nächstes Mal die Kamera platziere. Driften, 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 driften. Okay, wir haben guten Vorsprung. Wir müssen den ersten Platz irgendwie da holen. Der ist da ganz vorne. Oder die. Oder wer auch immer. Komm, komm, komm. Go, 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 go. Wir brauchen Tempo, wir brauchen Tempo. Wenn der fährt nur 127 MPH. Okay, aber es ist Miles, keine KMH. Vielleicht kann man das ja auch ändern. Gib Gummi! 64%. Boah, das wird schwer, Erster zu werden. Es sei denn, die baut irgendwie einen Unfall. Ich weiß gar nicht. Müssen wir das Rennen gewinnen? Oder reicht es, Top 3 zu kommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Halt das Tempo. Boah, das ist so... Ey, ich schwör auf alles. Das haben die echt gut gemacht. Ne? Es ist echt schwer, teilweise die Kontrolle über dein Auto zu behalten. Ich mein's ernst. Ne? Das ist nicht so einfach. 88. Boah, guck mal, wie bei GTA. Gib Gummi. Da hinten ist die. Da hinten ist die. Gib Gas. Gib Gas. Nein, das ist das Ziel. Nein. Boah. Und der noch fährt da voll. Geiler Jubel. Oh, Geldbelohnung. 2600. Der Erste bekommt 3000. Okay, alle bekommen Geld. Lol, sogar der Letzte bekommt 500. Egal, 2,6 ist gut. Noch Versuche. Versuchen. Wir haben 4 Versuche. Nein, scheiß drauf. Alles gut. Den Wagen A+. Fahndungsstufe. Oh, halbe Sternestufe. Es gibt auch Fahndungsstufen, wie bei GTA. Verfolgt dich nicht bei Sichtkontakt. Abhängen, ausmanövrieren, ausschalten. Okay? Das sollen wir alles machen. Ich verstehe. Ach, cool, Scheibe. Ich kehre zu Rydell zurück. Rydells das war Garage. Ein komisches Rennen. Da hat Style gefehlt, weißt du? Als ob du irgendwas von Style verstehen würdest. Ich lass dich das Ding nur fahren, weil du dich sonst langweilen würdest. Oh, ich hab genug zu tun. Auf der Motorhaube posieren. Cool aussehen. Aber wenn ich die Rennen veranstalte, werden sie absolut episch sein. Wenn du die Rennen veranstaltest? Ich habe nicht vor, ewig in der Werkstatt zu sein, weißt du? Ich habe Ambitionen. Ambitionen, endlich Style zu finden. Ich habe immer einen Plan. Oh, daran zweifle ich nicht. Nur daran, dass du Style hast. Okay, fahren jetzt zurück in die Garage. Boah, guckt euch mal das Wasser rechts an. Stevenson unterstützt den Wiederaufbau. Müssen wir das Wasser mal angucken. Denn eine Stadt ist nur so stark wie ihr Fundament. Morton Stevenson ist dieses Fundament. Guck dir das Wasser an. Ne, wie geil, Alter. Ja, sieht schon cool aus auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt in die Garage wieder rein. Geht das hier kaputt? Jawohl. Können die einfach alles kaputt machen. Ab in die Garage. Ich muss erstmal noch mit der Steuerung vertraut werden, Leute. Die Steuerung ist so anders. Digga! Was passiert hier? So, ab in die Garage. Garage aufsuchen. Betritt die Garage, um aktuell dein Geld zu deponieren. Dann kannst du. Das kann ich rückgängig. Ja. Ja, wir gehen in die Garage, deponieren unser Geld. Geld insgesamt 2,6 haben wir. Okay. Jetzt können wir schon theoretisch ein paar Sachen erstmal tunen. Oder wir sammeln erstmal weiter. Das ist die Frage: Investiert man? Es ist an der Zeit mehr Aufmerksamkeit. Sieh dir die verfügbaren Farbeffekte an. Der Wagen sieht gut aus. Die Fahrerei war auch nicht schlecht. Fahreffekte. Ihr zwei scheint gut zu harmonieren. Ah, okay. Ach ja, hast du die neuen Autos draußen gesehen? Eins davon soll morgen zum Kunden zurück und es braucht noch ein wenig Jasmine-Magie. Cool. Kein Ding, Boss. Ich kümmere mich heute Nacht drum. Das sieht geil aus. Stimmt das, ja. Gewöhnlich. Das sieht gut aus. Stimmt das.
Okay, Text, Samples. Boah, kann man alles sehr viel einstellen, Alter. Okay, Lackierung und Folierung. Folie bearbeiten, Lackierung. Oder der Wagen muss schwarz sein, wie bei Fast and Furious. Wie von Dominic Toretto. Safe. Ja, schwarz, Folie. Ach, man kann jetzt auch überall so wieder Folien dran machen und sowas, ne? Verstehe, verstehe. Okay, aber brauchen wir nicht. Lassen erstmal so anwenden. Freier Slot. Boah, es macht schon so Fast and Furious Vibes gerade, nur wegen dem Wagen, Alter. Geil. Okay. Gucken wir mal jetzt, wie es weitergeht. Wir spielen weiter. Nachts erhältst du durch Events häufig größere Gewinne, aber deine Fahndungsstufe könnte schneller steigen. Deine Fahndungsstufe vom Tag wird übernommen, daher musst du sie im Auge behalten und deine Sitzung sorgfältig planen. Wenn du nachts in die Garage zurückkehrst, wird deine Fahndungsstufe zurückgekehrt. Ah, okay, okay. Verstehe. Boah, 6.000 Dollar. Okay, da fahren wir hin. Erforderliches Geld. 4.000. Was, dafür braucht man Geld? Boah, guck mal, wie geil das bei Nacht aussieht. Der Nissan GT-R, guck dir den mal an. Boah, Nachtsrennen sehen ja unnormal geil aus, Mann. Alter, sieht das geil aus. Boah. Hey, achte auf Cops. Die haben die Suche nach uns noch nicht aufgegeben. Wenn wir in den Abendnachrichten auftauchen, rastet Rydell aus. Hey, wäre doch gute PR für die Werkstatt. Und was steht jetzt bei dir an? Nach dem Rennen? Nach dem Rennen? Nein, nach Rydells. Du kannst dort nicht ewig arbeiten. Hab nie drüber nachgedacht. Ich wollte nur aus dem Pflegesystem raus. Rydells Rides ist genau der richtige Ort für mich. Er war wirklich gut zu uns. Ja, das war er. Ehrlich gesagt, der stabilste Ort, an dem ich bisher war. Aber manchmal, ich weiß nicht, ist da dieser Gedanke im Hinterkopf. Wir haben einen Ort. Einen guten Ort, an dem wir hören. Und wir haben einen Plan. Gewinn. Oh, wir werden gewinnen. Ohne Ende. Oh. Hey Kiddo, ist Jas da? Jo, was ist? Hast du meine Rohrzange gesehen? Die du immer... Wir sind da. Du weißt, dass wir nicht in jedes Event reinkommen, oder? Für die ganz großen Rennen fehlt uns die Kohle. Rivalen. Erforderliches Geld. Ein Lakeshore-Klassiker. Teste deinen Wagen. Aber kann ich das jetzt machen? Weil da steht ja... Startgeld. Event kann nicht gestartet werden. Du brauchst mehr Geld. Krass. Das heißt, wir können nur das machen. Straßenrennen, Shoppingtour, geringes Risiko, Startgeld 0 Dollar, Belohnung 6.000. Okay, dann machen wir das. Ohne Belohnung und ab geht die Post. Ich bin gespannt, Alter. Walker! Geil, Alter. Straßenrennen, Shoppingtour, Hero Junior Fun. Ja, wir müssen halt mit den Songs leider aufpassen, das ist das Problem. Boah, sieht das geil nachts aus. Guck mal, der Boden, die Regentropfen und so. Sieht schon sehr geil aus, Alter. Sieht schon sehr geil aus. Komm, wir packen das jetzt, Freunde. I'm gonna be the Walker. Mann, wieso hat mein Wagen so einen scheiß Antritt? Jetzt geht's mal direkt auf die Brücke, oder was? Juhu! Boah, war das geil! Wenn ihr Tipps oder irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare rein, Freunde. Komm, gib Gummi, wir sind Erster, wir sind Erster, wir sind Erster, komm! 22% haben wir geschafft. Ich gewinne, das wissen wir beide. 31%, ich musste die Kamera irgendwo anders hin tun, sonst könnt ihr oben nicht sehen, wie viel Prozent wir vom Rennen haben. Boah, nicht so überall gegenknallen. Was macht mein Wagen da, Bruder? Der dreht durch. Nein. Nein, 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 die sind hinter mir. Bitte nicht. Wir haben Gesellschaft. Ja, ich weiß, wir haben Gesellschaft. Nehme Verfolgung auf. Mein Geld gehört mir. Boah, das ist so geil mit diesem Booster, wenn man so diesen Drift ist und dann diesen Boost nimmt. Das hier, zack. Ey. Wir müssen sie aufhalten. Freunde, 68%, bitte, ich will Erster werden bei diesem Rennen. Ich will Erster werden, ich will Erster werden. Komm schon. Boah, die Brücke geht wieder hoch, ne? Und Gummi geben. 80% haben wir, 80%. Nach links und rechts gucken. Ja, mach ich. Lass uns die schnell loswerden. Oh, oh, Überarsch, Überarsch. Verpisst euch. Polizei hinter mir.
Sogar mit Flügel und so. Oh mein Gott. Ey, stell mal vor, die hätten mich jetzt gestoppt. Ich wäre kurz vorm Ziel. Hätte ich verkackt, Alter. Kurz vorm Ziel hätten wir verkackt, Leute. Shit. Wir sind Erster geworden, bekommen 6000 Dollar. Let's go, Alter. Let's go. 6000 Dollar. Fahndungsstufe ist auf 1 hochgegangen. Eieiei. Ich glaube, weil wir auch gegen einen Polizisten geknallt sind. Das hat auch vielleicht was damit zu tun. Verfolgungsjagd wird fortgesetzt. Du wirst von 2 Cops verfolgt. Ach du Scheiße, Alter. Junge, ich fühle mich wie damals Need for Speed Most Wanted. Jetzt von der Polizei entkommen. Nichts einfacheres als das. Meine Lieben, hä? Und ich werde jetzt schwindelig fahren. Ja. Bist du so mit jedem Auto? Muss ich schwindelig fahren. Boah, Digga. So wie ich fahre, Alter, wir gehen gleich selber in die Luft. Boah, guck mal, der Boden hier aus, wie auf der Straße. Sieht ja unnormal gut aus. Einen haben wir abgeschüttet. Der zweite ist hinter uns. Guck jetzt, wie ich den zweiten abziehe. Zack. Junge, was ein Weg. Digga, das wird er niemals hinterherkommen. Niemals. Das war zu viel Fast and Furious Action. Ich schwör auf alles. Du entkommst. Guck mal da, geht wieder dieses Ding hoch. Ja, easy, wir entkommen. 3, 2, 1, let's go. Verfolgung beendet. Das ist vergeblich. Geil. Gut gefahren. Wenn Rydell das nur gesehen hätte. Dein Ernst? Der wäre durchgedreht. Haha, du weißt, der war früher noch heftiger drauf. Rydell doch nicht. Er macht immer alles nach Vorschrift. Nur Familie zählt, Kiddo. LOL. Nach links und rechts gucken. Nur Familie, das habt ihr gehört, nur Familie zählt. So richtig diese Fast and Furious Sprüche, Alter. Passt ja auch gerade zum Auto hier. Heute hat echt Spaß gemacht, yes. Ich weiß nicht, ob ich schon zurück will. Alter. Wir fahren zu einem Treffpunkt. Wir fahren jetzt erstmal in die Garage wieder rein. Gehen erstmal in die Garage wieder rein. Alter, sehr geil. Hä? Jetzt kommen wir wieder hier. Rivalen-Event? Ach, das ist noch ein... Ah, okay, ich bin woanders hingefahren. Ich bin gar nicht in die Garage gefahren. Startgeld 4000. Okay, das können wir jetzt machen. Wir haben... Boah, wir müssen zahlen dafür. Das ist ja krass. Also wir zahlen 4000 von unseren 6000. Und dieses Geld können wir dann wieder rausholen, indem wir mindestens... Ja, quasi Sechster werden. Okay, machen wir. Habe ich Bock drauf. Komm, das Rennen machen wir auf jeden Fall noch. Dann passt das für heute. Komm, ein Rennen geht hier noch. Safe. Okay, I'ma be the walker. Let's go. Speedrennen. Erstklassig. Muss mal gucken, wie ich das mache. Mit dem Dingens da oben rechts. Okay. Junge, ich habe immer so einen schlechten Start. Worauf muss ich denn da achten, Mann? Jetzt haben wir 4000 Dollar gesetzt. Ne? Wir dürfen jetzt nicht verkacken bei diesem Rennen. Wow! Schon 9, 10, Digga, ist ja schon im Sekundentakt. Egal, die Polizei soll die anderen erstmal aufhalten. Wir kommen uns dann von hinten. Wir kommen von hinten und schleichen uns ran. Ojo, was fällt hier runter? Jawohl, jawohl, komm, komm, komm. Wir haben gerade gutes Tempo. Windschatten, nimm Windschatten mit Windschatten, Windschatten. Sehr stark. Wow, 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 wow. Pass auf, ich hab dich gleich. Irgendwie weit vorne sind denn die anderen zwei? Das ist ein Speedrennen. Ja, wir haben leider nicht so ein schnelles Speed mit dem Wagen. Könnte schneller sein, glaube ich. Weiter, weiter, weiter. Boah, ist das hier... Alter, ist das geil mit dem Tunnel gerade, mit diesen Effekten, wie das aussieht. Boah, ich muss mal unten links auch auf die Map gucken. Nicht, dass ich irgendwie was verpasse. Schneller, schneller, schneller. Gib mal Nitro jetzt hier. Und wie soll ich die denn kriegen? Wir sind bei 50%. Wir sind Dritter, Mann. Die beiden geben sich dann... Ich hoffe, die kollidieren irgendwie. Und dann können wir die überholen. Komm, 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 komm. Wir müssen irgendwie gegenknallen. 60%. Schneller, 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 schneller. Wow. Das schaffen wir nicht mehr, Freunde, oder? Egal. Hinter uns. Top 3 wäre auch super, sag ich dir so, wie es ist. Ich Top 3. Du boah, ich dachte schon, wo muss ich hier lang an? Ich habe das gar nicht gesehen. Nee, das ist zu schwer. Wir müssen erstmal unsere Karre tunen, oder? Ja, ich würde mich ungern jetzt schon von der Karre verabschieden, aber... Nein, da... Boah, da bin ich fast noch überholt daneben hier, Alter.
Egal. Ist ein Dritter geworden. Dritter bekommt, glaube ich, trotzdem auch seine 8000 Dollar oder so. 4000 gesetzt. Geld verdoppelt. Warum nicht? Kann man machen. Ist okay. Ist okay. Geldbelohnung 4000. Was? Ach so, insgesamt. Okay. Ja, wir bekommen 8000, aber insgesamt quasi nur 4000, weil wir ja Dingens sind. Ne? Ihr wisst schon. Boah, die Fahndungsstufe wird ja immer höher nach jedem Rennen. Was soll das? Wir müssen auf jeden Fall in die Garage, damit die runtergeht, ne? Oh, Verfolgungsjagd wird fortgesetzt. Shit. Alter, wie können wir denn... Lass uns mal die... Wo ist denn die Garage? Ist das die Garage? Alles... Okay. Das ist von einem Kopf verfolgt, wo ich ihn jetzt abziehen werde. Warte. Streife leistet Unterstützung. Boom. Und gib Gummi. Verdächtiger auf dem Freeway. Wir müssen uns von der Verfolgung zurückziehen. Wir werden bestimmt gleich aufgeben. Dann kommst du, dann kommst du, dann kommst du. Sehr gut. Es reicht, sie sind weg. Wir sind zu gut für die. Stark, Alter, also, ey. Was machen wir, wenn Rydell in den Ruhestand geht und wir zu Legenden in Lakeshore geworden sind? Weiß auch nicht. Zu allen großen Stadientouren, ausverkaufte Gigs, mich von Fans mit Trauben füttern lassen. Warum? Was hast du vor? Ist irgendwie komisch, in der Werkstatt zu arbeiten, zu sehen, was Rydell aufgebaut hat. Ich frag mich, ob ich mir sowas hier auch aufbauen kann. Das hast du schon. Und wir fahren es. Etwas Größeres als dieses Auto. Ich bin einfach froh, dass wir unser Ding machen. Ich arbeite gerne in der Werkstatt. Teile rausnehmen, Schrauben festziehen, Teile wieder einsetzen. Pizzanächte auf dem Sofa. Der Geruch von Benzin. Rydell, der uns davon überzeugen will, dass die Spins diese Saison Wir sind da. Warte, deponieren, das kann nicht rückgängig. Ja. Ja, wir können unser Geld jetzt deponieren, weil wenn wir erwischt werden, dann verlieren wir, glaube ich, unser Geld. Genau, und jetzt geht die Fahndungsstufe zurück. Geld gesamt, 12.800. Wir schlafen dort, es wird wieder Tag. Und es geht Palace. Nice. Hey, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von unserem ersten Need for Speed Let's Test oder Let's Play. Ich werde es umbenennen, falls wir ein Let's Play daraus machen sollten. Schreibt es in die Kommentare, ob ich das Spiel Let's Playen soll oder nicht. Ich mache auf jeden Fall auch nochmal eine Abstimmung hier irgendwo rein oder erster Link in der Beschreibung. Guckt einfach mal, ob wir das Spiel Let's Playen sollen oder nicht. Wenn ja, würde es auch, denke ich, jeden zweiten Tag kommen. Ich überlege mir das Ganze auch nochmal persönlich. Ich fand es bisher von 1 bis 10 so, ja, 7,5, 8 war schon ganz cool der Anfang. Aber ja, ihr entscheidet am Ende, mal gucken, was ihr sagt, ob ihr Bock drauf habt oder es kommt ja auch dieses Callisto-Protokoll jetzt bald raus in 2-3 Tagen, das wollte ich auch Let's Playen. Und ja, ich verabschiede mich, Freunde, macht's gut, ihr entscheidet, lasst einen Daumen da, haut rein und ciao.